Herzlich willkommen zu einem neuen Course of You Update Video. Wir sind wieder auf der ITSA 2017 und wir möchten euch noch ein paar Informationen vorneweg geben. Erstmal, was ist überhaupt die ITSA, falls ihr es noch nicht wisst? Die ITSA oder auch ITSA genannt ist eine IT-Sicherheitsmesse, die jährlich in Nürnberg stattfindet. Es ist Europas größte IT-Sicherheitsmesse und dieses Jahr wurde sie nochmal um zwei Hallen, also sprich roundabout um 10.000 weitere Besucher erweitert, die dort Platz finden. Und wir haben jetzt schon einige Interviewtermine mit Unternehmen oder mit Personen abklären können. Und ihr könnt jetzt auch noch über die Kommentare Fragen an diese Leute oder Unternehmen stellen, die wir dann in unsere Interviews mit einbauen werden. Zu Gast wird Sebastian Schreiber zum Beispiel sein. Sebastian Schreiber ist ein Pentester, ein Hacking-Spezialist, der eben im Auftrag von Unternehmen Sicherheitslücken herausfindet, wenn man so will, also ein guter Hacker. Er hat ein Unternehmen, die SYS GmbH, und er war letztes Jahr bei uns schon in einem Video zu sehen mit seiner Live-Hacking-Session. Dieses Jahr hat er dann sogar einen Interview-Slot bei uns und ihr könnt an ihn Fragen stellen, was das Thema Hacking betrifft, was seine Person betrifft. Seid da einfach kreativ, schreibt aber bitte dazu, dass die Frage an Sebastian Schreiber gerichtet ist, damit wir das dann auch alles unterscheiden können. Dann haben wir die Firma DriveLock im Interview. Das ist ein deutsches Unternehmen, das sich mit der Härtung von Industrieanlagen beschäftigt, wie man zum Beispiel so einen Windows XP-Rechner noch einigermaßen sicher betreiben kann. Damit beschäftigt sich das Unternehmen aber natürlich auch mit aktuellen Betriebssystemen, wie man die schützen und härten kann gegen Veränderung oder auch gegen Ransomware. Das wird da zum Beispiel ein Thema sein. Dann ist der finnische AV-Spezialist F-Secure zu Gast, beziehungsweise um genau zu sein, Rüdiger Trost. Rüdiger Trost hatte auch letztes Jahr bereits schon ein Video auf unserem Channel. Da haben wir seinen Vortrag gezeigt und diesmal ist er direkt bei uns im Interview und wir reden über die aktuellsten Produkte von F-Secure und über die aktuelle Bedrohungslage für Privatpersonen, aber eben auch für Unternehmen. Das deutsche Startup Lucky Cloud, die kommen aus Berlin, ist auch bei uns zu Gast. Ein CEO von Lucky Cloud wird zu Gast sein. Wir werden so ein bisschen über den Cloud-Anbieter reden, was der anders macht vielleicht als die klassischen Cloud-Anbieter, die man so kennt, Dropbox, OneDrive und so weiter und so fort. Und er wird uns da ein bisschen was erzählen. Also auch an ihn könnt ihr natürlich gerne Fragen richten. Und last but not least, Sophos, der britische, ich sag mal, Security-Allrounder, wird auch Rede und Antwort stehen auf unsere Fragen. Und die machen ja mittlerweile alles von Antivirus, Firewall, Mobile Device Management bis hin zu Festplattenverschlüsselung. Und da reden wir mal so über so ein paar Produkte natürlich auch, logischerweise auch über den Schritt, den sie jetzt gehen in die Cloud. Und wir reden natürlich auch über die Advanced Persistent Threats, die ja jetzt mittlerweile die Unternehmen bedrohen, wie eben zum Beispiel Sophos mit dieser Bedrohungslage umgeht und seine Kunden eben bestmöglich schützen möchte oder kann. Nochmal die Unternehmen für euch oder die Personen, damit ihr das alles mal ein bisschen als Übersicht habt. Sebastian Schreiber von der SYS GmbH, also der Hacker, DriveLock, F-Secure, Lucky Cloud und Sophos, die haben bisher schon fest zugesagt. Wir haben jetzt noch ein paar andere Unternehmen in der Pipeline, da haben wir noch keine festen Zusagen. Falls euch noch jemand anderes interessiert, ihr könnt euch vorstellen, das sind eigentlich alle AV-Hersteller, das sind alle Firewall-Hersteller, alle, die irgendwie in irgendeiner Form was mit Security machen vor Ort. Und da könnt ihr dann einfach in die Kommentare schreiben, wen ihr euch wünscht und vielleicht auch noch eine passende Frage dazu. Und wir gucken mal, ob wir da noch was realisieren können. Gut, ansonsten haben wir natürlich für euch auch noch eine Information für diejenigen, die auf die Messe fahren wollen oder vielleicht sowieso schon da sind, weil sie ITler sind. Ihr könnt uns natürlich auch gerne mal treffen, wenn ihr wollt. Wir sind die ganze Woche über oder diese drei Tage vom 10. bis zum 12. von früh bis abends auf der Messe unterwegs. Am besten würde es uns am Mittwoch natürlich passen, weil am Mittwoch haben wir am wenigsten Termine und da sind wir auch so ein bisschen selbst auf der Messe unterwegs und da könnt ihr uns dann jederzeit mal ansprechen. Kein Problem, wir können ein bisschen uns unterhalten, ein bisschen austauschen, das mache ich mal ganz gerne und man freut sich immer, wenn man auch mal zu einem Kommentar auch mal ein Gesicht sieht auf einer Messe oder sonst wo.
Das ist immer ganz nett und da freuen wir uns natürlich auch. Ansonsten, wer sich noch kurzfristig entscheiden möchte, Ticketpreise liegen so bei 30 Euro pro Tag, wenn ihr alle 3 Tage dorthin gehen wollt, 60 Euro. Das ist eigentlich für eine Messe okay, ist jetzt nicht zu teuer, ist aber jetzt auch nicht zu billig. Aber ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, IT-Sicherheitskongresse, die sind meistens dann viel, viel teurer und da ist es ein wirklicher Schnapper, die 30 Euro pro Tag. Ansonsten, falls ihr zu Hause bleiben wollt, was ich euch bei dem Wetter auch nicht verdenken kann, oder einfach keine Zeit habt, dann könnt ihr die ITSA natürlich in den 2 folgenden Wochen nach der Messe bei uns auf dem Channel oder auf der Website gucken. Wir werden dort alle Videos veröffentlichen, Artikel und Bilder und so weiter und so fort. Und erreichen könnt ihr das unter itsa17.kursofu.com und da verpasst ihr dann nichts und da kriegt ihr dann alles mit. Natürlich ist auch ein Liken von unserer Facebook-Seite oder uns bei Twitter folgen oder bei Instagram ist natürlich auch kein Charakterfehler. Da kriegt ihr natürlich dann auch ein paar Informationen rund um die Messe und natürlich auch die Berichterstattung von Kurs of View Tech. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Euer Steffen Kolb von Kurs of View Tech.